liebe Valinauten, es geht weiter. Dritter Teil, das haben wir, glaube ich, das erste, was wir drei Teile haben, mit Stefan Reinhardt vom Weinadvokat und Weinkritiker und ein Mann mit Gespür für Bilder. Denn wir kamen ja eben, oder wir hatten in der, guckt euch bitte die erste und die zweite Folge an, dann werdet ihr diese dritte verstehen. Es ging um ein Wochenende, wo ihr alle zusammengesessen habt. Ja, du kannst in der Landschaft einen Wein abriechen. So. Ich sag mal, vielleicht nicht jeden Wein, das muss man auch sagen. Vielleicht sogar sehr wenigen Weinen, aber die Weine, die uns faszinieren, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und die, der Wein muss was zu erzählen haben und dann wird er spannend und dann mag ich auch was erzählen. Ich muss ja praktisch nur nacherzählen oder den Leuten das näher bringen. So, das sind ja die Weine, glaube ich, die uns alle faszinieren, auch die Leute, die hier zugucken. Das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die nur in den Supermarkt gehen und da irgendwo in die Regalmitte greifen. Da reden wir allerdings wirklich nur über wahrscheinlich weniger als 5% der weltweiten Produktion. Noch weniger. Wahrscheinlich, was wir machen, ist nur, 3-2% und dann noch jetzt in dieser elitären Welt dann auch noch die Weine, die vielleicht biologisch, biodynamisch erzeugt sind. Also voll abgefahren hier. Nein, das ist auch nicht mal abgefahren. Ich finde ja biodynamisch nicht abgefahren. Nein, ich wollte, so nicht sagen, das, was wir machen, ist abgefahren. Ja, genau. Und das ist so eine Nische in der Nische, das ist daran. Dass wir keine Zuhörer haben in einem kleinen, ist, sondern das geht ja nur weit, weil die Welt, das Land ist dann zu klein, dass du genug Zuhörer hast. Ja. Für das, was dich fasziniert. Aber du weißt, da draußen in der Welt ist dann die Gemeinde doch schon größer, ne? Und eigentlich gar nicht so klein. Wobei, in Deutschland ist sie gewachsen in den letzten Jahren. Ja, ist sie gewachsen. Und auch besser, muss ich auch sagen. Also weiter so, Leute. Genau. Jetzt war da die Frage noch wegen den Kriterien. Oder wo ich sagte ja... Fußnote. Genau, es geht ja nicht um meinen Geschmack. Letztendlich hast du natürlich einen Geschmack, den du natürlich nicht vor der Verkostung an der Tür abgibst oder so. Das machst du natürlich nicht. Aber was ich sagte, ist diese Meditation. Du steigst in diesen Wein ein und überlegst dir, okay, was für Böden ist es gewachsen, wie öffnet der Wein sich? Ich mag das nicht, einen Wein nach ein, zwei Minuten zu beurteilen. Weil viele, jetzt der zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast jetzt den Rosé rein, der ist ja noch so Hefe geprägt und zwar von der Hefe. Ja, also das ist mal um, das ist vielleicht besser. Rosé, Colfock. Da haben wir sowieso, sorry, dass ich gerade, aber bei Rosé haben wir sowieso 2018er Colfock Rosé Pinot Noir unfiltriert, steht auch nochmal drauf, mit 12,5% Querschnitt Rosé aus dem Mittelburgenland. Genau. Bei Rosé haben wir sowieso schon die meisten sowieso schon mal das Klischee im Kopf. Das heißt, der fällt ja schon mal raus. Ja, krass. Ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, um meinen Frieden zu machen mit Rosé, aber das ist jetzt schon 20 Jahre her, also wirklich lange her und für mich ist einer der schönsten. Ich mag das. Es ist für mich ein vollwertiger Wein, wie weiß und rot auch, wenn er fein gemacht ist. Mhm. So, was ich jetzt sagen wollte, in zwei Minuten kriegst du diesen Wein nicht. Der ist, als würde er noch auf der dicken Hefeschicht liegen. Ne? Die jetzt mal auf, die müsst ihr dann wissen, wie die in die Schwebe kommen. Ja, der hat auch ein bisschen Pups, fast so ein bisschen stinkig. Ja, ebenso. Der ist ja, wenn du den in zwei Minuten beurteilen willst, dann wirst du dem Wein nicht gerecht. Also musst du erstmal wegstellen, dass der ein bisschen die Frucht rausarbeiten kann. Ne? Mhm. Und sowas meine ich. Du musst dann den Wein, du schnupperst rein und sagst, okay, der ist extrem vom Hefelager geprägt und der ist jetzt nicht dafür gemacht, dass du auf, zack und rein und alle Leute schreien A und O, sondern du weißt, der braucht Luft. Also stellst du den erstmal weg und stellst dem Winzer ein paar Fragen. So, und dann, was sind dann die Kriterien? Letztendlich gehe ich da nicht mit dem Katalog ran und sage, die Frucht ist intensiv. Oder die Isla. Ich finde einen Wein, der eine feine, delikate Frucht hat, genauso spannend wie ein Wein, der eine intensive Frucht hat. Mhm. Nur sind es halt zwei Paar Schuhe. Ja, nur ist es für mich nicht minderwertig, das eine und das andere ist höherwertig. Ist wie beim Boxen wahrscheinlich. Gibt, Fliegengewicht, ja eben, das ist so. Also für mich ist immer letztendlich eine Stimmigkeit. Der Wein muss harmonisch sein, er darf für mich nicht zu süß sein, er darf, darf auch nicht astringent trocken sein oder so. Der Wein ist delikat, fein, ausgewogen. Mhm. Ausgewogenheit ist für mich sehr wichtig. Eleganz, Feinheit. Der darf nie was Lautes haben. Mhm. Und er muss, und das ist so ein altes Wort, darf man, glaube ich, gar nicht mehr auf Etiketten schreiben, bekömmlich, ne? Nee, da kriegt man mittlerweile sogar richtig Ärger, weil das bekömmlich ist irgendwie, das darf man im Zusammenhang mit Wein, glaube ich, gar nicht genau, sagen sogar. Genau, glaube ich, nicht mehr. Es gibt dieses Wort digestible, so, das finde ich ein schönes Wort. Ja, genau. So, und das ist für mich wirklich entscheidend. Ja. Das ist, letztendlich muss der Wein mir gut tun. Auch wenn man den schluckt, der muss...
das merkt man. Das ist, der geht dann, du gehst mit deinem Körper, das ist fast eine Einheit. Wenn das so wird, dann weißt du, oh, das ist ein guter Wein. Und das ist scheißegal, ob der 13 Alkohol, 14 oder 15 hat oder aber 12, das ist total egal. Das spielt keine Rolle. Die Balance muss stimmen und die Harmonie in dem Wein muss stimmen. Letztendlich, genau, und das sind so Kriterien, jetzt kannst du nicht auf einen Katalog schreiben. Okay. Es gibt diese, kennst du auch von der INAO, wo du dann Farbe, wo du alles ankreuzen musst, wo dir als Autor kaum noch Freiheiten bleiben, den Wein zu beschreiben, weil du nur noch Kreuze machst. Ne? Ja, weil das so vorgefertigt wird. Ja, ist, ne? Und dann, aber was heißt das, der Wein hat Körper, warum ist das besser als ein Wein, der wenig Körper hat oder der Schlag? So, also das macht für mich keinen Sinn, sondern für mich ist es, genau, du willst den Wein ja trinken und dann muss es passen mit dir und deiner körperlichen Voraussetzung oder mit deiner Trinkerfahrung oder so. So und dann muss und das ist ein schöner Wein, das schmeckst du schon mit der Hefe auch. Mhm. Das ist ein sehr ausgewogen, sehr lebendiger und eleganter, feiner Wein. Ne? Delikat. Ja. Mehr muss Rosé nicht sein für mich. Ja, und trotzdem eben kann er unglaublich, ich glaube, es geht ja um den Spaß, die Freude daran, die kann ja unglaublich hoch sein. Nein, ich wollte nur was ganz kurz sagen zu dieser Bekömmlichkeit. Für alle, die sagen, beim Wein, das ist Spinnerei, beim Essen weiß das jeder. Es gibt ganz bestimmte Sachen, die einem eben nicht gut tun. Fangen wir mal bei Fast Food an oder dann, man kann es ja wirklich sehen, bei denen, die es auch zu viel machen. Warum soll das bei Wein anders sein? Oder diese überwürzten Chips, MSG, Pommes oder sonst so, was, ne, weil du einfach nicht mehr aufhören kannst, weil es irgendwie süchtig macht. So, aber das mit Sicherheit nicht bekömmlich. Ne? Aber das ist schön. Und übrigens, das, für mich sind sowas klassische Weihnachtsweine. Ne? Warum? Weil die halt frisch sind. Okay, ich meine, Weihnachten hast immer die überheizen. Da brennen so viele Kerzen, das ist alles überheizt. Du brauchst dann, kommen sie alle mit ihren dicken Rotweinen, auf die sie ein Jahr lang warten. Ja. Und ich sage, jetzt reißen wir halt die Topweine auf an Weihnachten. Dann haben sie 29 Grad in der Bude, ein Wein, der mit 29 Grad im Glas schmeckt. Verstehe. Das mag ich nicht. Und dann, ich trinke so, das ist für mich, lustigerweise sind sowas. Ganzjahresweine. Ne? Ja, das ist auch wirklich ein Ganzjahres-Rosé und der übrigens auch nicht im ersten Jahr, sondern auch im dritten Jahr noch Spaß machen wird wahrscheinlich. Ja, wobei, und das ist auch 18, sagst du, ne? Genau, ist 18. Vielleicht noch ganz kurz, das ist eine Parzelle auch. Es gibt auch wirklich nur ein Fass davon. Die andere, also eine Hälfte kaufen wir von dem Stefan, die andere Hälfte kauft ein Restaurant in San Francisco und das war's. Und ich war damals so begeistert und das ist ein ganz spezieller, ist eine ganz spezielle Pflanzung, die Stefan hat. Das finde ich eben auch sehr schön. Das ist also kein Rosé, der jetzt über das Blending oder sonst was funktioniert, sondern über die Parzelle. Ist aber auch kein Fernier von der Farbe her, oder? Der ist ja hell, weißt du, der macht jetzt nicht da aus dem anderen, dem Rest macht er nicht einen Rotwein. Nein, ist kein Fernier. Genau, also er hat die Trauben, vielleicht sind sie jünger, dass er sagt, ich mache jetzt dafür, da einen Rosé. Speziell dafür. Vielleicht, wenn sie, ich weiß es wie gesagt nicht, vielleicht wenn sie noch jung sind, dass er später, dass er ein Pinot Noir im Sinn hat, als Rotwein, kann er sein. Nee, hat er nicht. Macht er wirklich nur dafür. Genau. Okay, aber das ist ein schöner, verspielter, ein Wein, der auch Textur hat, von der Hefe, so feine Cremigkeit. Nichts fettes cremig, sondern wirklich sehr, sehr delikater, was ich schön, verspielter Wein. Was ich schön finde, bekömmlich, was du vorhin gesagt hast, dieser Ton verschwindet jetzt, dieses leicht böxerhafte oder dieses Reduktive. Ja. Und da tritt jetzt diese Pinot Noir-Würze doch, kommt so ganz langsam durch, dieses so leicht rotfruchtige. Ist auch Kaltboden oder? Ja, das ist bei ihm Kaltboden, genau. Super, siehst du? Das ist nämlich, du kannst nämlich in Bildern verkosten. Das ist vielleicht auch jetzt völlig falsch und peinlich, dann kriege ich ihn unter den Tisch hier. Also, nein, ich meine, das ist Kaltboden, doch. Er hat ja ganz viele Böden, er hat ja Gneis, auch Schief, auch kristalline Böden. Ne? Genau, er hat Kalk und er will ja auch ein bisschen mit seinen Weinen, will er ja auch diese Vielfalt ja darstellen, die man ja im Neckenmarkt in Mittelburgenland hat. Der kriegt jetzt aber so flintige Noten, ne? Der kriegt jetzt so fast Feuerstein, flintige Noten rein. Also jetzt kommt mehr und mehr Bodenton, Gesteinsstaub. Unbedingt, ja. Ne? Und das sind so Sachen, die entdeckst du halt nach und nach. Ne? Mhm. Salzsuppe? Ja. Salzsuppe? Ja. Salzsuppe. Also, hätte ich das Rezept gerne von. Nee, einfach ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz, ein bisschen Alkohol. Nein, aber es ist wirklich so, dieses Salzige ist enorm, finde ich das schön. Und genau das stimmt. Mhm. Diese Weine, man wird ihnen eigentlich, glaube ich, in dieser kurzen Zeit manchmal gar nicht gerecht, wenn man jetzt nur 2 Minuten den riecht. Im Gegenteil, dann fällt einem sogar erstmal das Negative auf. Ja, erstmal, okay, der Wein will jetzt erstmal nicht, aber du weißt, da liegt jetzt einfach nur eine dicke Hefeschicht. Also drunter oder drüber. Ja. So, und jetzt ist der halt, aber der animiert auch, ne? So, und was. Was mich nochmal interessiert. Die Punkte muss ich ja vergeben, die gehören zu meinem Job dazu. Ja,
Das ist richtig gut, dass du es auch machst. Ich müsste diesen nicht bepunkten, wäre das nicht mein Job. Ne? Aber du kannst den beschreiben, du kannst den Leuten Spaß oder sie dafür interessieren, ohne dass du sie bewertest. Ne? Ja, ich finde ja bei euch ganz wichtig, wenn man bei euch ist wichtig, erstmal zu wissen, wer die Person ist. Deswegen finde ich super, dass wir es heute mal machen können. Weil ich auch mittlerweile wieder sehr, sehr gerne Parker lese. Vor allen Dingen, aber ich lese eben die Texte gerne. Ja. Und die Punkte nehme ich nur, gucken, okay, wo piept ja, da, was genau, ist, aber was schreibt er dazu? Das finde ich viel interessanter. Ich meine, was Luis macht, mit dieser, was der in Spanien abdeckt, da passiert ja so viel. Ich beneide ihm fast ein bisschen. Der hat auch schon spannende Regionen mit Spanien, Jura auch. Das ist schon großartig. Mhm. Und deswegen ist Luis alles, was er erzählt, ja auch so viel. Mhm. Das ist ja ein Gewinn, das zu lesen. Unbedingt. Und du hast dann, du sagst, du willst ja am Ende, also scheiße, hast du so viele Weine ausgeschrieben, die du jetzt probieren willst, wo kriegst du her? Du hast einen riesen Zettel, wenn du seine Sachen liest. Ja. Und dann musst du die Punkte nicht lesen, da reichen dann allein schon die Einleitung oder was er zu den Weinen noch schreibt, wie sie gemacht sind, wo sie gewachsen sind. Scheiße, das interessiert mich. Ob der dann eine 91, 93, 97 hat, scheißegal. Mhm. Das sind... Ich finde, erzähl die Geschichten auch gut, von den Leuten. Ja. Dass man weiß, was ist. Ich möchte auch wissen, wer das sehr, macht. Und einem sehr ausgeruhten Ton immer, ne? So. Ja, und auch lustig, gewinnbringend, genau. Wie du gesagt hast. Der Wein Felsen 2, das ist der sozusagen, ich habe dich ja einfach, wir haben da so einen Tisch da stehen noch ein paar Flaschen drauf. Du hast gesagt, okay, das würde ich gerne mal probieren. Das ist Christian Schiller, auch aus dem Burgenland, aus Ilmitz. Jetzt gibst du mir mal ein bisschen mehr, bitte. Entschuldigung, Verzeihung. Ist das zu wenig? Ja, das ist zu wenig. Ich bin ja hier. Wie viel brauchst du immer zum Verkosten? Ist so. Also es hängt von den Gläsern ab. Ich will immer bis zur weitesten Stelle. Ich rieche ja, ich arbeite ja damit. Das ist ja sozusagen Schlachtmaterial. Also das ist Material. Okay. In dem Sinne, dass... ich bin immer geizig mit unseren Sachen. Ja. Achso, ihr wollt auch noch? Ach, guck mal, hier ist die Flasche ja gleich leer. Genau, so schlecht kann wobei, gerade apropos Glas. Kapfrank. Ja. Ne? So, ja. Jetzt kommt, ich hätte nicht gesagt, dass das jetzt Chida ist. Es tut mir leid, dass hätte ich jetzt erstmal gedacht, ne, das hat so eine erdige, nasse, braune Erde. Das hat so was Kühles jetzt, ne? Auf alle Fälle. Kühl das und erdig. Extrem würzig. Und würzig, ne? Ich bin ein bisschen Cabernet vor. Ich weiß ja gar nicht, was es ist. Es gibt noch eine Sorte, die... Felsen 2. Es gibt noch eine Sorte, die dieses Pfeffer, dieses und dieses Olive, das finde ich hier das auch. Syrah. Ja, ist ein Syrah. Ja. So, aber das ist ein ganz... das hat ja kein... Das ist noch nicht mal nördliche Rhone, ne? Ich denke jetzt nicht an nördliche Rhone. Ich ein bisschen, wegen dieser Olive, dieser Tapenade und dieser Pfeffernote. Also das, ich denke mehr das an... Das willst du doch jetzt nur sehen. Findest du das? Ja, das kann... Nein, also am Ende muss man sagen, der Wein ist so, wie er ist. Ist vor allen Dingen, der wirkt auf mich sehr, sehr ungeschminkt, sehr unmaskiert, sehr gerade, sehr straight, kühl. Das ist rohes Fleisch, Blut, ja. So, aber kaltes Blut. Doch, das kann nicht man... so abstrakt klingen, aber nein, es ist wie kaltes gewolftes Fleisch. Was? Gewolftes Fleisch. Ja, genau. So, das hat das, ne? So wie du immer zum Frühstück isst. Das, wo ich immer manchmal, wenn ich richtig gute Laune haben will. Was zwei du eben Kilo. Auf dein Croissant getan hast. Was du eben auf dein Croissant getan hast, genau. Also alle, die ein bisschen aggro sein wollen, einfach mal ein Kilo Tartar essen und es reicht für den Tag. Aber ein ganz puristischer Wein, ne? Super. Ganz pur, kühl, frisch, viel Kirschen. Sauerkirsch, ja, ne? Genau. Und nichts Überreifes. Sehr, sehr klar, sehr frisch. Also für mich, wenn ich den so beschreiben könnte, der Wein hat alles, alles, ohne dass ihm was fehlt. Ja, alles, ohne dass ihm was fehlt. Auch ein schöner Satz, ne? Hat alles, ohne dass ihm was fehlt. Nein, dem fehlt gar nichts. Vielleicht klingt der Satz besser, als er ist. Denk mal drüber nach. Ja, ich denk mal drüber nach. Ein bisschen philosophisch. Ist ja Philosophenquartett. Nein, hat alles, ohne dass ihm was fehlt. Der Wein hat so eine unglaubliche, dem fehlt gar nichts. Der ist nämlich, also für mich, weil da kommt die Sorte gut, kommt gut durch, das Terroir kommt gut durch. Und ja, das ist, die Sorte ist uns doch mal wurscht, steht auch nicht drauf. Das stimmt. Ne? Die Sorte ist eigentlich wurscht. Ja, aber man braucht sie vielleicht, um den Boden oder an das Geheimnis des Bodens zu kommen. Wie der Chardonnay ja auch manchmal als Sorte nicht wichtig ist, um trotzdem den Boden zu schmieren. Ich meine, letztendlich bei Oliven fangst du auch nicht nach der Sorte, oder? Oh. Ich weiß auch nicht, welche. Ja, natürlich. Oh, jetzt sind wir da inzwischen so weit, du fragst bei Nespresso fragst du nach der Kapselfarbe oder so. Nee,
Ich finde das nicht, ich finde das nicht wichtig. Mir ist es, okay. Wäre es mir jetzt erst egal, welche Sorte es ist, sondern ich würde jetzt versuchen, so näher ich mich einem Wein an, wo, wenn du dem jetzt blind hingestellt hättest, wäre die erste Assoziation wäre Loire gewesen. Jetzt darfst du aber den Fehler nicht machen, dass du in diese Richtung Loire weiter suchst. Dass du sofort auf die Region gehst, genau. Genau, und sagst, wo daher könnte der kommen, sondern du musst den Wein jetzt mal arbeiten lassen, also sich entfalten lassen. Und das ist erst nur mal die erste Assoziation, die du hast. Ne? Man kommt dann schon, denke ich, weg von der Loire und woanders hin. Aber über die Sorte machst du dir vielleicht später mal Gedanken. Aber ja, du musst, so finde ich immer, du fängst einen Wein an zu beschreiben, so was du wahrnimmst. Und das, je häufiger du reinriechst, je mehr wird das bei einem guten Wein. Viele haben dann schon alle Pulver verschossen. Ne? Absolut. Beim ersten kommt nichts mehr. Ne? Ja. Und das finde ich spannend, das ist wirklich kühl, das ist sehr klar, sehr sauber, sehr elegant, ausgewogen. Und hast du schon getrunken? Nein. Ach so. Gut. Ist am Mund. Du hast geschluckt. Ist am Mund, hast du. Bist du ganz weit weg von der Loire jetzt. Ja. Jetzt bist du in einem. Hat ein bisschen CO2 hat er. Ganz ja, feines Tannin, ganz, alles fein, also der ist kaum extrahiert, vielleicht eher so infusionsmäßig, ja. Also der ist kaum extrahiert, hat ganz feinen Gerbstoff, direkt verbunden mit Säure und er hat diese enorm saftige, reife Kirschfrucht. Und dann komme ich jetzt in ein wärmeres Klima, obwohl der Wein kühle Anmutung hat. Aber du kommst über die Frucht eher auf einen sandigen, ich denke an einen sandigen Boden und dann komme ich auch nicht mehr auf Rhone. Und ich wüsste noch nicht mal, ob ich jetzt überhaupt bei Syrah, vielleicht wäre das ein Blending-Partner. Jetzt kommen schwarze Beeren auch dazu. Aber der ist saftig, der ist frisch, ohne dass er jetzt über Gerbstoff oder so, dass es großes Drama wäre im Mund. Das ist ein bekömmlicher, fruchtiger, ausgewogener, sehr eleganter Spaßwein. Mhm. Und mit Spaßwein meine ich nicht, dass es ein Banalwein ist. Ne? Auf hohem Niveau. Spaß, genau. Mit dem kannst du Spaß haben. Das war, wenn ich im Restaurant bin und sehe den irgendwo auf einer Karte, wäre ein Kandidat. Weil du redest ja im Restaurant, bist mit manchen Leuten, da wird er immer quer über den Tisch geschossen und so. Du willst Spaß mit dem Wein haben, der muss funktionieren. Und dann sind solche Sachen für mich viel besser als Weine, über die man eigentlich lieber meditiert. Ne? Was mir an dem Wein total gut gefällt, ist, der holt immer meine Aufmerksamkeit, ohne mich zu überstrapazieren. Ja, und du gehst auch gerne wieder zum Glas. Du hast ja von diesen Gucci-Weinen eben gesprochen. Ich habe Gucci-Weine gesagt, aber diese Weine, die einem, sag mal, wo man das Gefühl hat, dass der Ego des Weinmachers auch ziemlich groß war, hier hat man das Gefühl, dass der Wein Natural Flow hat für mich. Der fließt, der respektiert das, was er ist. Der Typ, der ihn macht, Christian, ist ein sehr kantiger, eigenwilliger, auch schroffer Typ. Ich mag ihn sehr gern, hat ein großes Herz. Und das Herz schmeckst du hier in dem Wein, dass er schroff ist nicht. Ja, schroff meine ich die Tannine ein bisschen kantiger. Achso, finde ich gar nicht. Okay. Das ist ein junger Wein. Mhm. Ich find, das würde ich jetzt noch nicht als kantig bezeichnen. Da gibt noch und das ist ja auch jetzt nicht so. Ja, aber der Wein ist, der ist das, was er ist. Der ist sehr authentisch. Finde ich. Ja. Der ist sehr klar, sehr beredsam. Der erzählt ja was. Oder markant ist vielleicht das Wort. Vielleicht nicht kantig, aber markant, weil er seinen Charakter eben. Ja, das würde ich eigentlich auch. Ja, das wäre jetzt nicht ein Wort, das ich benutzen würde. Sondern ja. Ich finde eigentlich eher charmant. Charmant und delikat. Delikat auf alle Fälle. Und genau. Blaubeeren auch jetzt. Ja, jetzt kommen Beeren, Kirsche bleibt, aber du kriegst mehr Beeren dazu, ja. Noch. Und ist schön. Für mich auf jeden Fall, also in der Blindprobe würde ich schon auf Syrah gehen, aber ich finde das eben auch schön. Wahrscheinlich würde ich ihn nie irgendwo im Burgenland verorten. Ich würde immer irgendwo anders hingehen. Und das ist auch am Ende egal. Aber da kommen wir wieder zu den Profilsachen. Ne? Was hat der Burgenland? Wir was sind ja irgendwie, da im Kopf? Also wir sind ja ein Jahrgang und wir sind irgendwie, Burgenland hat so eine Prägung erfahren mit den Jahrgängen 99, 2000. Das hat, oder von vorher schon 97, das waren sehr warme Jahrgänge und die waren noch auf der Suche nach ihrer Identität und haben viel kopiert, was man meinte, Kalifornien, Bordeaux, mittlerweile mit diesem Blend, jetzt haben sie mehr autochthone Sorten wieder und haben die alten rausgerissen oder verschweigen oder sie eher. Stilistiken. Genau, und ich finde, das ist halt ein langer Weg, so zu entdecken, wer sind wir eigentlich, oder, weil das hat es ja vorher nicht gegeben. Das ist ja keine, wird zwar immer Wein gemacht, aber dann für den heurigen oder wie sagt man da, für den lokalen Markt. Und jetzt suchst du eigentlich, was ist eigentlich, was können wir auf diesem Terroir eigentlich machen? Ne?
Und so, und dann ist das für mich ein Prachtexemplar für Authentizität. Mhm. Das ist ein altes Wort, aber sehr in Mode gekommen. Ja. Also erstmal vielen Dank für das schöne Schlusswort. Und jetzt hätte ich aber zum Schluss trotzdem nochmal, weil wir auch immer über den Leser oder über den User oder über den Rezipienten gesprochen haben heute. Und das war ja auch die Motivation für dich am Anfang. Wenn du jetzt da draußen, da gucken ja nun eine ganze Menge Leute auch aus der Weinbranche sicherlich zu, wenn es so eine Quintessenz gibt von deinem Weg, könntest du denen zu irgendetwas raten oder wozu würdest du ihnen raten, heute aus deiner Sicht? Du bist ja schon ein Old Chap. Als ich dich kennengelernt habe, hast du zum Beispiel keine weißen Haare gehabt und ich hatte 15 Kilo grau, weniger. Grau. Achso, ja, das ist, die sind schon weiß. Grau-weiß. Ja. Ja. Und trotzdem irgendwie jung geblieben. Also was ich finde, was man sich bewahren muss, ist Neugier und Offenheit. Ne? Und das ist manchmal in der Weinwelt irgendwie selten geworden. Ne? Neugier, sich zu bewahren, einfach das zu probieren, was man nicht kennt und dabei aber auch offen zu sein, weil ich finde, das hört ja nie auf. Es gibt diese Profile nicht. Das wird sich immer, ich meine, das ist Burgenland. Vor 10 Jahren gab es dieses Burgenland, das du hier findest, nicht. Es ist aber Burgenland. Und es ist viel, viel weniger von außen eingetragen wie vor 10, 20 Jahren. Sondern das finde ich eben spannend. Deswegen, die Weinwelt dreht sich immer weiter und du musst mitdrehen, um das zu verstehen. Du kannst jetzt nicht sagen, das hat für mich nichts mit Burgenland zu tun, weil zu wenig Tannin und zu wenig Überreife und so. Ne? Zu wenig Sonne, natürlich ist da Sonne drin, aber da ist eben auch irgendwas, das kühles Element auch noch drin. So, also dafür musst du offen sein und du musst den Wein so nehmen, wie er ist. Der spricht jetzt. Und du kannst den nicht in mit was vor 10 Jahren war. Das ist total egal. Das dreht sich immer weiter und ist auch gut. Und das ist mein Eindruck heute, die Leute, die Winzer. Wenn du sagst, hier, der Muscadet, der hat vor 10 Jahren konventionell gemacht. Ich muss immer an Kühn in Deutschland denken, war bis 2001, wurde der gelobt dafür, weil alles schulisch, klinisch rein war. Dem ist es dann selber auf den Wecker gegangen. Ich finde das langweilig eigentlich. Ne? Wenn man investiert so viel in die Weinbergsarbeit und wenn das ist, was da hinten rauskommt, dann verstehe ich nicht, warum ich so viel im Weinberg mache, weil ich schmecke den Traubengeschmack, den ich ernte, schmecke ich im Wein nicht. Und also muss ich was anderes machen. Da hat er im Keller erstmal viel umgeswitcht, bevor er kapiert hat, dass er im Weinberg auch was umswitchen muss. Ich glaube, bei ihm ging es eher vom Keller aus und dann ist er, ich glaube, in 2004 dann diesen zur Biodynamie. Aber die haben das verinnerlicht. Ne? Das ist diese Bewegung, dieser innere Aufbruch, der ist bei den Winzern sehr, sehr wichtig, finde ich. Du bist kommerziell erfolgreich, du kannst auch mit dem 20 Jahre alten Schema kannst du immer noch tolle Weine machen. Aber ich finde diesen Aufbruch, dass Leute sich verändern, das finde ich schon spannend. Das gilt aber nicht nur für die Winzer, glaube ich. Ne? Das gilt ja auch Charakter zeigen und keine Angst davor zu haben, auch ein Charakter zu sein. Gilt übrigens auch für ganz viele unserer Weinfreunde, wo ich auch merke, mal zu sagen, nicht vom dicken Label einzubrechen und vielleicht mal sich zu entscheiden, geschmacklich, wo man steht. Ja, ich mache diesen Run immer auf die, es gibt so viele Weine, die geil sind, aber da gibt es nur begrenzte Mengen von. Mhm. Deswegen sind inzwischen unfassbar teuer geworden. Mhm. Und ich mag nicht für einen Wein 500 Euro zahlen. Das ist, ich habe keine Lust dazu. Warum? Warum? Ich trinke ihn trotzdem. Ne? Ich hänge mir ja nicht an die Wand. Also du willst die Neugier. Und deswegen, und es gibt so viel spannende Weine und dann, hey, let's face it. Du musst sie nicht alle getrunken haben, ne? Finde ich. Da kommt auch was hinzu. Auch wenn du schon eine Menge davon probiert hast. Ja, Stefan, an dich kommt niemand ran, glaube ich. Ja. Vielleicht noch Bob Parker. In dem Sinne, ich fand das ganz toll, eine echte Bereicherung. Es sind 3 Folgen geworden, auch Dankeschön an mein Team. Die Batterie wird jetzt langsam knapp. Und, coole Gläser habt ihr. Ja, das haben wir jetzt ganz vergessen. Das, vielleicht können wir ein bisschen was im Text dazu schreiben. Fand ich heute auch sehr, sehr schön. Marienglas.